Also Marco, es gibt immer mehr Cyberkriminelle, die zum Beispiel mit Hilfe von Trojanern persönliche Daten sammeln. Welche Daten werden da geklaut und was machen sie mit meinen Daten? Das erste kann man relativ einfach beantworten. Es wird einfach alles geklaut. Es wird alles, was man irgendwie auf einem Rechner sammeln kann, seien es irgendwelche Zugangsdaten, beispielsweise zu sozialen Netzwerken, Kreditkartendaten, die man beim Online-Shopping benutzt, bis hin zu irgendwelchen privaten Daten, die man eben auf seinem Rechner hat, auch aus irgendwelchen anderen Programmen raus exportiert, beispielsweise aus Browsern, aus FTP-Clients, aus Instant Messenger-Clients. Die werden alle komplett gesammelt und an die kriminellen Server, die irgendwo in irgendeinem Land stehen, übertragen und dann versucht, zu Geld zu machen. Natürlich ist dann immer so eine gewisse Frage, okay, der Login zu irgendeiner Online-Shopping-Webseite, wo ich gerade meine Schuhe kaufe, was wollen Kriminelle damit anstellen? Gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Hinter manchen Accounts, wenn man sich dort einloggt, stehen natürlich auch Kreditkartendaten, die man möglicherweise bekommen kann. Oder zum Beispiel bei sozialen Netzwerk-Accounts, die kann man natürlich benutzen, um weitere Angriffe durchzuführen, nämlich auf die kompletten Freunde, die man ja möglicherweise noch nicht infiziert hat. Und da gibt es halt ganz bestimmte Wertevorstellungen im kriminellen Untergrund, wo halt bestimmte Accounts zu bestimmten Preisen gehandelt werden, international. Das heißt, nicht einer, der jetzt komplett so eine Attacke durchführt, also die Daten sammelt, benutzt sie dann auch, um damit dann irgendwelche weiteren Attacken zu fahren. Sondern das kann man sich eher so ein bisschen modularer vorstellen. Es gibt ein paar Kriminelle, die sind halt spezialisiert, zum Beispiel Trojaner zu schreiben. Andere sind darauf spezialisiert, Exploits zum Beispiel zu schreiben, um Rechner zu infizieren, also diesen Einfallsweg zu finden. Andere wiederum sind dann eher darauf spezialisiert, diese ganzen Rechner, die infiziert sind, zu administrieren, die entsprechenden Daten abzugreifen, zu sammeln und zu bündeln. Und wieder andere benutzen dann solche Daten, um dann eben weitere Attacken damit durchzuführen. Das heißt, da gibt es dann wieder welche, die sind spezialisiert auf Kreditkartendaten, dann gibt es welche, die sind spezialisiert eben auf Bankdaten. Und so dröselt sich das Ganze eben auf. Und zwischen jedem diesen Schritten steht eben immer Geld. Das heißt, Ware gegen Geld wird dann getauscht, um dann letztendlich Profit zu generieren im kriminellen Untergrund. Danke, Marco.